Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute fangen wir gemeinsam Uncharted Drake's Schicksal an. Ja, den ersten Teil, den vierten, haben wir uns ja gemeinsam reingezogen. Einige von euch wollten die ganze Serie haben. Hier habt ihr sie. Wir fangen ein neues Spiel an. Ja, fortfahren. Ach, das dauert noch ein bisschen, bis er installiert hat. Wow. Das nenne ich mal Vorbereitung. So, aber jetzt. Klar, Kampagne. Passt schon. Ich war jetzt gerade ein bisschen zu schnell, aber ist egal. Spielen wir mal auf einfach, ist auch okay. Wieso nicht? Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee. Nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Tja, wir haben und so haben die beiden sich kennengelernt. Gefunden. Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesem Kerl getan? Na, das ist eine lange Geschichte. Oh, das Ziel ist. Die Jungs können gar nicht sie nicht so bleiben, easy. Was? Weniger reden, mehr schießen! So. Und. Beeil dich, Sully. Down. Ein bisschen Ammo wäre noch ganz nice. Schauen wir mal, habe ich noch was in der Kiste? Ja, habe ich. Oh, die kommt rüber. Sie kommen an Bord! Oh nein, ihr Miesen! Jetzt wirst du bezahlen! Ich schieße dir aber erstmal auf die Füße, du Sack. Verdammt. So. Habt ihr eine Munition? Ja, habt ihr. Perfekt, vielen Dank hierfür. Ah, okay. Noch welche, die an Bord kommen. Jetzt bleib halt stehen. Okay, das Aimen hier ist wirklich schwieriger als in der Vorgänger.
Aber klar. Sully, wo bist du? Und? Leck! Jetzt! Und? Das war nicht schlecht. Weg mit ihm. Dreckig. Ah, perfekt. Elena hat auch. Tot. Okay, war's das? Ach du Scheiße, jetzt kommen die mit einem MG an. Nicht gut, nicht gut. Wow. Der da hat einen Raketenwerfer. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach du Scheiße, Leute. Was ist das? Meine Was Kaution macht halt? Krieg ich dann wohl nicht zurück. Die Kavallerie kommt. Ach, Gott sei Dank. Oh nein. Verdammt. Das Schiff geht hoch. Ins Wasser. Ja. Moment. Was soll das denn? Okay. Los. Okay. Los. Ja, ja. Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Mhm, genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Steht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja, aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay?
Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Das darf doch nicht wahr sein. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt habe? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Nate, hörst du mir eigentlich zu? Nö. Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. Also das Spiel ist echt super gealtert. Klar ist die Remastered-Version für die PS4, aber ich glaube, es ist doch schon fast 10 Jahre alt, wenn ich mich täusche. Und dafür schaut es eigentlich echt gut aus. Klar, Remastered-Version. So, da sieht man, wie Elena und Drake, Nate, sich kennengelernt haben. Sully kannte ja schon, ein alter Kollege aus Kindertagen, haha, so oder so ähnlich. Wir wissen ja, wie Drake aufgewachsen ist. Und ja, schauen wir uns mal um. Wir sind mal wieder in einem Dschungel, mal was ganz Neues. Und ich glaube, die Steuerung ist hier noch nicht ganz so Premium wie in den Nachfolgern. Ich hoffe, in der Remastered-Version haben sie es ein bisschen besser gemacht, weil ursprünglich war das echt nervig. So. Schätze gibt es hier natürlich auch wieder zu finden und zu suchen, aber ich weiß nicht, ob ich mir da die Mühe wieder mache, so viele Tupperdosen zu suchen. Ich meine, hey, wir haben bald Eldorado, danach kann ich mir daheim Tupperware kaufen, wie viel ich will. Und ich meine jetzt nicht dieses alte ranzige Zeug, sondern ich meine das richtig gute Zeug. Oh, kleine Dusche. Man sieht, die Wassereffekte sind hier natürlich noch nicht so geil. Aber nichtsdestotrotz, die Story ist geil und es macht Spaß. Und ihr habt es euch gewünscht. Meinst du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Tja, ich denke schon. Sonst wären wir ja nicht hier, oder? Ich meine, wir haben sein Tagebuch gefunden. Was im Übrigen extrem gut wasserdicht verpackt wurde. Im Sarg und in der Schatulle und nirgends das Wasser hineingekommen in 400 Jahren. Wow. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Okay, das kennt man. Nates Glück. Wenn es darum geht, Schätze zu suchen. Okay, da können wir irgendwie hoch. Aber die Musik ist gerade bedrohlich. Ich hoffe, hier gibt es keine Tiger, Panther oder ähnliches. Mann, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Was für ein Spruch. Eine Nonne im Bordell. Tja, da haben wir es. Na, das sieht doch gut aus. Da haben wir deine Nonne im Bordell, mein Freund. Okay, wir müssen da irgendwie hoch. Kommt ihr da hoch? Wer hat das wohl gebaut? Die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Klar. Das ist mein Radiokarbondetektor in der Hose. Da kenne ich das sofort. Ich muss jetzt nur gucken, wo ich hochkomme, weil ich sehe hier auf jeden Fall so Springscheiße. Und wie gesagt, die war in dem Spiel damals noch nicht ganz so Premium, wie man sie von später kennt. Aber das kriegen wir schon hin. Und hoch mit uns. Will ich da überhaupt? Naja. Und irgendwie schauen seine Sprünge so ein bisschen Slow-Motion-mäßig aus, finde ich. Aber damit kann man leben. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Ich bin aber noch am Gucken, alter Mann. Kannst dir ruhig auch die Füße ein bisschen... Oh. Pass auf, da oben!
Wo müssen wir... Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Wieso stimmt hier was mit dem Boden nicht? Ah! Ich vermute mal, klingt hohl. Runterschießen kann ich das Ding nicht. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Ja, mit dem Ding da oben, das ist schon klar. Aber wie komme ich da dran? So. Oh, oh. Oh, 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 oh. So. Das war zu tief. Fuck. Ernsthaft? Lass mich da bitte draufsteigen. Danke, geht. Gut. Ich meine, das kennen wir mittlerweile. So. Und ein bisschen weiter und ein bisschen weiter. Ja, läuft. Einmal hier um die Kante drum. Ja, funktioniert doch. Ich glaube, sie haben das Klettern wirklich ein bisschen noch angepasst. Finde ich cool. Und Sally ist tot. Das wäre es jetzt gewesen. Sally unten drunter war, wir haben ja nicht wirklich geguckt. Gut gemacht, Kleiner. Und er wäre tot gewesen. Der Ausflug wäre sehr, sehr schnell. Aber wir hätten nicht teilen müssen. Was? Taschenlampe? Ich habe keine dabei. Hast du eine dabei? Oh, oh. Fledermäuse. Gut, wir haben scheinbar Taschenlampen. Nice. Und ich meine, es ist 2000 Jahre alt. Wir können hier schon wieder irgendwas schänden. Sehr schön. Vielleicht sollte einer von uns oben bleiben, falls hier nichts ist, weil... Gut, komm auch runter. Gut, was haben wir hier Schönes? Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Echt? Wo? Wo haben die viel Mist dagelassen? Ich will jetzt doch eine Tupperdose. Ich meine, wenn ich jetzt schon so weit gekommen bin, dann will ich eine peruanische Tupperdose. Lima, Peru, oder? Oder täusche ich mich da? Ah, das kann ich nicht schieben. Na, so viel Scheiß haben die jetzt wirklich nicht dagelassen. Hey. Die haben aber ein Explosionsfass dagelassen. Freundlicherweise an der richtigen Stelle. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Ach. Kein Witz, oder? Ich gehe allein. Bleib du dort. Wenn ich einen Schatz... Der hat mich fast runtergeschubst, der alte Mann. Hier war doch was. Jawolski, Leute. Ein Goldring. Wow. Ich habe einen Goldring gefunden. Keine Tupperdose. Sondern echt einen coolen Goldring. Hammer. Ich habe jetzt schon wertvollen Stuff zusammengesammelt als im kompletten vierten Teil gesamt. Wahnsinn. Eigentlich können wir wieder heimfahren. Sully, ich kann dir aus Erfahrung sagen, es wird nicht besser. Es wird eigentlich nur noch schlechter. Lass uns den Goldring... Meinetwegen teilen wir ihn.
teilen den brüderlich, oder? 30-70, 20-80. Und dann hauen wir hier ab. Weil es wird nicht besser. Na gut. Machen wir weiter. Ja, komm. Zieh hoch das Ding. Sally, du dürftest mir natürlich helfen, aber... Hier, lass mich mal. Ja, mach mal. Ich bin schon mal durch. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Versuche ich. Okay, lass los. Das müsste halten. Ich glaube nicht. Mach schnell, Sally! Okay, die Kutschen sind hier echt stabil gebaut. Wow. Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Ich wollte gerade sagen. Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Drakes Tagebuch? Schauen wir mal rein. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Mhm. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Tja. Dein Ding-Dong leuchtet übrigens. Dann hoffen wir mal, dass wir hier nicht gerade die letzte Luft von uns wegfackeln. Weil hier kommen wir wahrscheinlich nicht mehr raus. Aber die Lampe macht echt geiles Licht. Wir müssen den Shot irgendwie wegrollen. Ach, erzähl. Dann mach mal. Es kann doch nicht sein, dass ich immer der bin, der hier alles machen muss. Wie kriegen wir den Schrott weg? Kann ich das... Das Holz ist trocken. Wir könnten es verbrennen. Ja, mach mal. Aber ernsthaft, wie mache ich das? Kann ich die irgendwie schieben oder so? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ist 10 Jahre her, glaube ich. Ich sehe aber auch gerade nichts, wo ich klettern könnte oder irgend sowas. Schieß doch mal eine der Lampen runter. Ach so, danke für den Tipp. Ach so, das hat gereicht, so ein kleines Fünkchen. Wow, also stabil haben sie nicht gebaut. Dafür, dass das 2000 Jahre ausgehalten hat, muss ich sagen, ziemlich enttäuschende Architektur. Und jetzt? Na was und jetzt? Rate doch einfach mal. Wir springen. Okay, ich bin tot. Springen war nicht so die beste Idee. Sally, geh aus dem Weg. Da ist Wasser drin, oder? Bilde ich mir das ein. Gut, beim zweiten Mal hat es auch nicht funktioniert. Kann ich? Ja, kann ich. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Tja, dann ist der Schatz wohl mein. Dann gehört der Schatz wohl allein mir. So. Düdli-du. Das ist ganz einfach, Sally. Einfach das nachmachen, was ich gerade gemacht habe. Aber ernsthaft, wie kommt ihr jetzt da runter? Hier ist ein komisches Gefäß. Kannst du da raufspringen? Okay. Ah. Wow. Vorsicht. So. Das läuft. Somit haben wir den alten Mann auch runtergebracht. Und weiter geht's, Leute. Ja, genau. Zünd mal an. Los, weiter geht's. Ja, zünd mal an. Ach, schaut eigentlich ganz nice aus. Also ich bin echt zufrieden. Ich bin durchweg zufrieden. Oh, das schaut aber nicht gut aus. Die haben es wohl nicht weiter geschafft. Habt ihr irgendwelche Ringe oder Tupperdosen dabei? Eher nicht, oder?
Ich sehe aber auch nichts blinken und glänzen. Das kann es fast nicht gewesen sein. Gibt es nochmal irgendwo eine Lampe, die wir runterschießen könnten? Ja, nee. Aber im nächsten Raum. Okay, hier sind echt einige gestorben, Leute. Das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Das ist eigentlich ein ganz offizielles Zeichen für zurück. Okay, wir haben hier eine Treppe. Und hier ist Deckung. Das ist auch in der Regel kein gutes Zeichen. So. Dann schauen wir mal weiter. Ich weiß nicht was. Ja, geht der Satz noch weiter? Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Wenn hier was zum Klettern ist, glaube ich, sollte man es machen. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Aha. Die Zeichen kennt er, sagt er. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. 1, 2, 3, 4. Okay. Aha. Welches Zeichen war denn hier drauf? Also hier ist aus meiner Sicht... Ach doch, hier das ist 2, glaube ich, oder? Ja, das ist Nummer 2. Okay. Dann haben wir schon mal 2 gefunden. Das war Nummer 4, würde ich jetzt sagen. Dann. Das ist Nummer 1, glaube ich. Ich glaube, das war Nummer 1. Hey, da passiert was. Ja, das ist gut. Gut, Nummer 2 hatten wir auch schon gefunden. Ja. So, das war Nummer 4, glaube ich. Das hier drüben war Nummer 2. Ja, die Steuerung ist ein bisschen weicher auf jeden Fall als im Vorgänger. So. Nummer 2. Schauen wir mal ganz kurz rein. 3 ist... Ja, das böse Gesicht ist Nummer 4 auf jeden Fall. So, hier schubst du Wups. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg zum Rätsel. Dann machen wir jetzt hier noch 4, das böse Gesicht. Und dann haben wir es eh schon wieder geschafft. Oh. Nate, ernsthaft. Hoch. Nochmal hoch. Und nochmal. Und Nummer 4. Wow. Okay, also Architekten waren das auch mal wieder echt brutal kranke Säcke. Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ja, ich seh's mal. Ist ja klar, dass ich wieder vorangehe. Sei vorsichtig. Ist ja klar, dass ich wieder vorangehe. Wo sind hier Stufen? Ich sehe keine Stufen. Ja, schieb mich rein. Hast recht. Okay, da ist irgendwas. Und sonst nichts. Also ich sehe keine Stufen. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, meine Freunde. Aber der Part ist am Ende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.